Ja, gut. Scheiße. Ah, so wissen wir das so gar nicht. Also bitte. Ich hatte jetzt irgendwie 20, 30 Gegner erwartet. Ach nö, ey, ernsthaft? Das muss nicht sein. Jetzt aber. Und stirb! Na ja, komm, leck mich mit deinem scheiß Schwert da. Na, komm. Jetzt komm aus dieser scheiß Hülle raus. Ja, hallo. Die Kombo habe ich auch schon nicht mehr gemacht. Wurde endlich mal wieder Zeit. Oh, fuck. Obwohl... Mit der Pappkatze die ja kein Problem mehr. Was gibt's hier Schönes? Scheinbar nichts, okay. Oh, nee. Und nochmal. Und... Jetzt du. Und mit dir auch nochmal. Oh, ist beide. Sehr schön. In your face. Okay, wo sind die Aufzüge? Die sind nicht hier. Ach so, okay. Wenn wir sowieso nur eine Etage nach oben müssen, dann kann man es natürlich auch so machen. Kill oder was stand da gerade? Oh nein, das tust du nicht! Oh crap! War das alles? Ach gut, das war nicht alles. Die Frage hätte ich mir auch irgendwie sparen können. Oh, sehr schön, da geht's weiter. Inzwischen haben die Dämonen deine Anwesenheit im Ostflügel bemerkt. Es ist Zeit, dass du verschwindest. So sieht's aus. Komm schon, Virgil. Halt durch, Dante. Virgil, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst. Der 1337 Hexor. Bingo. Nicht Bingo. Verdammt! Warte, du darfst dich nicht in den Nimbus zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, alles aus. Ich kann es schaffen. Aha. Oh, okay. Oh. Ah, was ist das für ein lames Energie, Energiefeld, Laserfeld?
Oh shit! Blöde Cutscene. Boah, du nervst jetzt gerade sowas von, weißt du das? Es ist unglaublich. Du kommst immer so unpassend. Jetzt müssen wir zuerst dran glauben. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Und ganz schnell so. Passt. Und noch mehr Laserstrahlen. Oh, das war ziemlich knapp. So, wunderbar. Was gibt's hier Schönes? Eine Seele. Und diese Blutekel oder sowas. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Aber ich sag einfach mal Blutekel. Eine Verbesserung für den Arbeiter. Und zwar das hier. Fallstufe 2 und Gegenstände. Auf jeden Fall eine goldene Kugel. Und das war's dann hier schon. Wie setzen wir eigentlich nochmal unseren Dämonentrieb ein? Das habe ich komplett vergessen. Ne? Optionen, Steuerung, so. Aha. Dämonenmodus RT. Quatsch. Das ist nicht der richtige Modus. Dämonentrieb. Ach du Scheiße. Fernkampfziel wechseln, Kamera zentrieren. Aha. Ah, okay. Also. Okay. Ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das Ganze, dass ich fast das komplette verbraucht habe, weil ich den ja eh kaum benutzt habe, aber trotzdem werde ich mir jetzt mal einen Dämonentriebstern kaufen. So. Werde ich dann vielleicht mal beim Endboss benutzen. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Scheint, als hätten wir Cat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel was. Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Nimm den Aufzug zur 154. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. Die sieht doch ziemlich mächtig aus. So, neue Waffe freigeschaltet. Kabloi. Oder Kabloi. Okay. Schießt explodierende Pfeile, die in Gegnern feststecken und manuell ausgelöst werden. Okay. Finde den Übergang zum Westflügel. So. Warum nicht? Okay. Oh, das shit, das wollte ich gar nicht machen. Denn jetzt nach oben und BAM! So. Die Lichteffekte sind hier einfach so genial. Glaube ich nur gelesen zu haben, dass die irgendwie explodieren, weil irgendwie passiert ja gar nichts.
Optionen, kann man das hier nochmal irgendwo lesen? Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwie extremst verlesen oder... Ich glaube nur, dass ich mich verlesen habe, aber stimmt das alles und die explodieren einfach nicht. Aha, aha. So, Kabloi. Schießt explodierende Pfeile, die in Gegnern feststecken und manuell ausgelöst werden. Ach so, manuell. Aha, und wie? Ich habe manuell irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Aha, und wie werden die jetzt ausgelöst? Von was werden die ausgelöst? Ja, eigentlich doch von mir, aber... Wie? Aha. Nein. Nein. Hä? Ich hab keine Munition mehr? LOL? The fuck? Toll! Ist ja wirklich schön, wenn die explodieren, wenn ich sie kaputt mache, aber... Hä? Naja, okay. Ich habe da bestimmt irgendwas überlesen, was die Information gegeben hat, welche Taste ich drücken muss. Aber naja. Hier haben wir noch zwei Blutekel und dann direkt nach links. Oh, das war ziemlich knapp. Ja, ist ja gut. Hier spielt langsam alles verrückt. So sieht's aus. Fünf höllische Stockwerke nach oben. Ich hoffe, du schaffst das. Es wird nicht leicht. Ach komm. Wenn ich es bis jetzt geschafft habe, dann schaffe ich auch das, was noch kommt. Tolle Fahrstuhlmusik. Extrem entspannt. Sie hat recht. Es ist höllisch. No shit, Sherlock. Ah, viel besser. The fuck? Zeitpunkt solltest du den Hauptkern sehen, Dante. Du musst irgendwie in ihn einbrechen. Ach, ich habe da schon so eine Idee. Ah, Hapien. Aber hey, die beste Art und Weise, wie man euch runterholen kann. Und du noch. Oh Gott. Da komm mal her, mein Großer. Bums! Und das war's mit dir. Oder eben auch nicht. Ach, fu. Dann lauf mal wieder irgendwo gegen, ey. Oh, Drake Havoc. Langsam werden die Namen aber ziemlich einfallsreich. Drake Havoc. Das wäre ein Name für irgendein MMORPG. Also für den Charakter in einem MMORPG.
Autsch. Haha. Na komm. Jetzt stirbt doch endlich mal. Danke. Oh doch. Jetzt gibt's wieder eine schöne Jump-and-Run-Einlage. Okay. Klopf, klopf. Sehr, sehr schön. Mission abgeschlossen. Es Zeit, ich würde mal sagen, SS. Fortschritt. Oh Gott. C. Immerhin noch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, spielen wir gleich weiter. Ich denke mal, ich habe doch genug Speicherplatz. Auch wenn ich gerne mal nachschauen würde, aber ich bin gerade zu voll auf meinen Desktop zu tappen. Also spielen wir einfach. Ja, nein.